Hallo und herzlich willkommen zurück zur King's Quest 1. Ja, wir sind hier in den Wolken und wir haben es nochmal rüber geschafft. Also ich habe es nochmal zwischen den Folgen hier rüber geschafft. Ich habe festgestellt, dass man auch mit den Pfeiltasten spielen konnte hier und irgendwie ging es damit leichter als mit der Maus, Graham über die Wolken zu bringen. Okay, das ist die Frage, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Können wir hier nach Süden? Nein. War ein Versuch wert. Ich glaube, hier können wir noch nicht wirklich was machen. Aber immerhin, wir landen woanders. Next time, keep your feet on the ground. So. Ja, jetzt bleiben wir mal hier. Und schauen uns mal hier weiter um. Ob wir hier was machen können. Wenn wir nach rechts gegangen sind, haben wir den Giganten gehabt. Schauen wir mal, ob das weiterhin so der Fall ist. Ja, der ist immer hier. Okay. Da geht's nicht hin. Okay. Ich wollte es mal probieren. Aber nach Süden könnte es sein, dass wir gehen können. Next time, keep your feet on the ground. Nach Süden könnte es sein, dass wir gehen können. Aha. Also hier geht's auch weiter nicht raus. Also das habe ich mittlerweile verstanden. Weirdly shaped trees loom far overhead. There is nothing. Okay. You are in the land of the. These gigantic, weirdly shaped trees tower over you. There is nothing. Okay, dann brauchen wir auch nichts. Können wir jetzt hier auch lang gehen? Ohne runterzufallen? The immense, oddly shaped trees. The immense. Aber, oh Moment, da ist ein Loch, oder? There is a small dark ja, hole in the dachte base ich doch. Of this tree. Da ist ein Loch drin. You reach into the hole and find a leather slingshot. Okay. Können wir die mit diesen Dingern hier beladen? Nothing. Ja, das scheint nicht zu gehen. Okay, mit denen könnten wir vielleicht den Dings besiegen. Oh, da ist noch eine Höhle. Ich speichere aber nochmal ab. Also entweder müssen wir den besiegen oder wir ziehen unseren Unsichtbarkeitsring an. Vielleicht funktioniert es ja mal dem jetzt. Ich gehe nochmal kurz rüber. Da ist der Gigant. Okay, das geht. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Das hat auf jeden Fall 15. Ob wir nicht auch noch unseren Unsichtbarkeitsring. You place the ob das auch geht? The giant cannot see you, since you are invisible. Okay, aber was bringt uns das jetzt? The enormous giant has been carrying that heavy chest for longer than he can remember. The giant doesn't know where you are at the moment. It would be okay, auf jeden Fall ist es funktioniert das. Gibt's hier irgendwas zu machen, ohne dass wir aber ja, wir müssen den noch irgendwie ausschalten. The trees here are astonishingly tall. The giant is getting tired of looking for you. Seems like he may be getting ready to take a nap. Oh. Okay. Good job. The huge giant, tuckered out from stomping around, has fallen fast asleep. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir
hier irgendwas noch machen können, wenn wir unsichtbar sind. Deswegen wollte ich die Bäume anschauen, aber irgendwie, ja, umso besser. Habt ihr gesehen, es hat auch mehr Punkte gegeben. There is a chest near the sleeping giant. Slowly, carefully, you take the chest without waking the giant. Und jetzt verschwinden wir an die andere Seite hier. Und dann können wir eigentlich den Unsichtbarkeitsring wieder ausziehen. You check to. You remove the ring. So, und jetzt schauen wir uns mal die Truhe an. Ist das das, was wir brauchen? This magic chest, one of the three lost treasures of Daventry, is always filled with gold coins. Das heißt, wir haben jetzt zwei Stück. You are dazzled by the countless supply of gold coins spilling from the magic chest. You quickly close the chest. Okay, sehr gut. Und wenn ich so oben unseren Punktestand ansehe, 127 von 158, heißt das, dass wir auch bald eigentlich mit dem Spiel durch sind. So viel fehlt, denke ich, jetzt nicht mehr. Naja, gut, lasst uns mal hier lang gehen in diese Höhle rein. Wow, 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 wow. Ich hoffe, hier können wir nicht auch wieder runterfallen. Nein, was machst du da? Ich glaube, hier ist es tatsächlich schon fast schon geschickter, mit der Dings zu steuern. Mit Pfeiltasten. Gerade in diesem Gebiet hier, aber das fand ich, es ist einfach einfacher. Es geht wieder komplett runter anscheinend. Dann heißt es, wir müssen nicht über die Bodenstange runtergehen. Die Frage ist, bekommen wir hier auch was Neues? Eine neue Gegend oder ein neues Dings? Weil einer der Treasures, der Artefakte, der Dings fehlt uns ja noch. Wow. Und das in der EGA-Version wahrscheinlich ein falscher Tritt und man war wieder tot. Das haben die Leute von Sierra damals sehr, sehr gerne gemacht. Deswegen fand ich die LucasArts-Spiele eigentlich auch immer angenehmer zu spielen. Wir kommen genau da raus, wo ich mir dachte, wo wir rauskommen. As you reach out to open the door. Okay. Das dachte ich mir, dass wir da wieder rauskommen. Müssen wir wenigstens die Bodenstange schon nicht runter. Aber wie geht's jetzt weiter? Uns fehlt immer noch das magische Schild. Kommen wir da eigentlich auch wieder rein? The only reason. Nee. Das ist immer wieder ganz normal in den ursprünglichen. Ja. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wie wir an das Schild rankommen. Müssen wir irgendwo fiedeln, aber wenn ja. Wo? Bei den Vögeln vielleicht? Wir haben doch da irgendwo, Moment mal. Oh, woanders. Das war weiter im Norden. Hatten wir doch Vögel. Vielleicht müssen wir denen was vorspielen. So Singvögel, dass wir da ein bisschen was mitmachen. Könnte das sein? Ich meine, das ist eine ziemlich abwegige Idee. Ah, da war das. Ist eine ziemlich abwegige Idee, aber im Moment die einzige, die mir noch so einfallen würde. Oh. Das ist neu. Das war neu. Dann gehen wir mal. This jagged rocky hill reveals the entrance to a cave. Okay, dann gehen wir mal in den Cave rein, da waren wir doch schon drin. Können wir mit dir reden? That's strange, you don't get an answer.
Okay, aber das muss doch irgendwas zu tun haben jetzt damit. Lass uns hier vielleicht mal die Dings... The fine old fiddle. Lass uns jetzt vielleicht mal spielen. This is not a good place to... This is... Oder müssen wir das Ei vielleicht mit dem Vogel benutzen? The condor shows no signs of interest in any of... You shouldn't drop that, sir. You should... Huh. Also der hat doch bestimmt was damit zu tun. Aber im Moment... This is a large condor. Its graceful flight appears effortless. At times it dives so low you can practically touch it. Wir müssen den vielleicht touchen, genau. Touchen. Berühren. Und der nimmt uns wahrscheinlich mit in ein neues Gebiet. Jetzt ist er weg. Na, klasse. Kommt der nochmal? Ja. Aber er springt, das ist tatsächlich die richtige Dings. Hier vielleicht. Müssen wir vielleicht... wo müssen wir hin? Müssen wir vielleicht auf so ein... Nee, ich glaube, da ist er am nächsten hier. Hier ist er, glaube ich, am ganz untersten Dings. Und es muss so sein, weil Graham springt ja auch. Ah, Mist. Graham springt. Es sei denn, wir müssen auf so einen... The rock. Okay, komm. Es geht nicht. Entweder fehlt uns irgendwas. Oder ich muss es viel früher machen. Don't be afraid, just walk over and step in. Ah, Mist. Er macht es viel zu früh. Oder es kann sein, dass ich vielleicht auch in so einen Felsen klettern muss. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtige Idee ist. Das ist jetzt nur eine Art Timing. Problem ist. Das ist bestimmt nur ein Timing-Problem. Oder ich muss irgendwie auf so einen Felsen klettern, aber da komme ich ja nirgends hin. The rock. Don't be afraid, just walk over and... Nein, ich will... Ich will eigentlich auf so ein Dings klettern. Aber das macht er ja dummerweise nicht. Nee, da muss es anders gehen. Vielleicht bin ich tatsächlich an, stehe ich an der falschen Stelle? Ich habe gesagt, hier. Aber... Ich schaff's nicht an den Dinger ran. Es ist da die richtige Methode. Vielleicht direkt danach über uns ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so zu machen ist. Aber wahrscheinlich stehen wir falsch. Und dann springt er viel zu spät. Komm. Entweder er steht komplett falsch. Aber wo müssen wir dann hinstehen? Es ist auf jeden Fall die richtige Idee. Er springt hoch. Es muss so sein, dass man sich von dem Vogel mitnehmen lassen kann. Weil im Moment wüsste ich auch echt nicht, wo wir sonst noch hin könnten. Die Frage ist nur, The rock will not budge. Ja, du sollst ja auch nicht da drauf, du sollst da drauf dich dingsen. Oder müssen wir vielleicht doch irgendwas anderes noch machen, dass das so nicht klappt? Vielleicht, oder steht er einfach komplett falsch?
Das ist so weit vorne. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht dahinter. Wir können ja auf diesen Dings nicht draufstehen. Können wir da irgendwo... You shouldn't drop that, sir. Oddly enough, this egg has no shell. It's 24 karat gold through and through. Ja, okay, das ist einfach nur Gold. Abschließen sollten wir den Vogel wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den Vogel... The bird is too high to kill. Besides, why would you want to kill such a fine, friendly bird? Will ich ja gar nicht. Will ich ja gar nicht. These rock. Vielleicht, wenn wir da genau an dieser Stelle hier stehen. Oh, Moment. Nee, das, da ist ja schon wieder zu hoch. Ich verstehe es nicht, wo wir genau hin müssen. Ich verstehe echt nicht, wo wir genau hin müssen. Wir müssen wahrscheinlich komplett an der richtigen Stelle stehen. There is nothing of in. Aber ich verstehe es nicht. Wir schaffen es nicht, an diesen Vogel hochzuklettern. Oder uns mitziehen zu lassen. Brauchen wir da tatsächlich, hier geht der Schatten direkt drüber, vielleicht dann direkt hier. Da ist er doch viel zu hoch, das schafft er noch nicht. Aber ich komme auch nicht auf diese Felsen zum Draufstehen. Müssen wir irgendwas auf dieses Ding halt drüberlegen, also dass wir da eine Planke drüber haben, auf die wir steigen können, aber wir haben ja nicht wirklich was da. Oder brauchen wir ein Kleeblatt dafür? You admire the beauty of the four... Nee. Oder müssen wir wieder unsichtbar sein dafür, um mitgenommen zu werden? Kann ich mir das nicht vorstellen. Ich bin sicher, dass es damit was zu tun hat, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir irgendwie was falsch machen oder ob wir an der, ob wir einen Gegenstand brauchen. As you jump, the ring slips off your finger and you... Ja, toll. Und der Ring ist weg. Das ist eigentlich jetzt auch nicht das, was wir wollten. The rock, you checked him. Also normalerweise hätte ich gesagt, hier ist er am niedrigsten, um hochzukommen. Don't be afraid, don't be afraid. Aber wir schaffen es nicht, an diesen Vogel ranzukommen. Das ist ein bisschen blöd. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Ich glaube, da muss ich nochmal nachschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch einen Gegenstand brauchen, dass es deswegen nicht klappt. Oder ob er einfach an der falschen Stelle ist oder ob es einfach nur eine Timing-Sache ist. Ich kann mir alles drei sehr gut vorstellen. Aber ich denke, das müssen wir machen, weil sonst würde der Vogel nicht immer wiederkommen. Ja. Also es ist auf jeden Fall jetzt der weitere Weg, wie wir weiterkommen. Die Frage ist tatsächlich nur, fehlt uns noch was, um das zu machen? Dass wir ein Seil vielleicht brauchen, damit wir damit höher kommen, oder dass wir ein Seil mit dem Vogel benutzen müssen, um uns anzuhängen oder sowas, oder ob wir falsch stehen oder ob das heimlich ist, ich weiß es nicht. Werden wir beim nächsten Mal sehen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.